Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Professor Palm, sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer. Der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg ist es eine große Freude und Ehre, Ausrichterin und Gastgeberin dieser mittlerweile etablierten und sehr renommierten Tagung Bildverarbeitung für die Medizin zu sein. Es freut uns, dass die BVM 2021 erstmals in Regensburg stattfindet. Erstmals überträgt die BVM Community damit auch einer Hochschule für angewandte Wissenschaften die lokale Organisation dieser Tagung. Dies macht uns in der Tat auch etwas stolz. Was mich aber natürlich sehr betrübt, ist die Tatsache, dass ich Sie alle nicht persönlich in unserer schönen Weltkulturerbestadt und vor allem natürlich nicht an unserer Hochschule begrüßen kann, da diese Tagung pandemiebedingt rein virtuell stattfinden muss. Ich bin mir aber sicher, dass Sie auch virtuell einen guten Eindruck von der OTH Regensburg gewinnen werden. Die OTH Regensburg ist nach München und Nürnberg mit über 11.000 Studierenden die drittgrößte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern. Unsere 8 Fakultäten bieten mit 50 praxisorientierten Bachelor- und Masterstudiengängen eine große Vielfalt an Studienmöglichkeiten und eine breite fachliche Ausrichtung in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Soziales und Gesundheit. Die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbereiche spielen dabei eine tragende Rolle für das Selbstverständnis einer technischen Hochschule. Wir haben den Anspruch, Problemstellungen ganzheitlich zu betrachten. Unsere Breite ermöglicht es uns, über die Fakultätsgrenzen hinweg eine stark interdisziplinär geprägte Arbeitsweise. Das gilt insbesondere auch für den Medizin- und Gesundheitsbereich. Wir haben die Bedeutung dieses Themas und die Möglichkeit, es interdisziplinär zu bearbeiten, an der OTH Regensburg schon früh erkannt und engagiert aufgegriffen. Befördert durch die Campuslage mit der Universität, ihrer medizinischen Fakultät und ihrem Klinikum in unmittelbarer Nachbarschaft, wuchs die Idee, medizinische, informatische und ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen synergetisch zusammenzuführen. Vor 14 Jahren setzte die Einführung des Studiengangs medizinische Informatik einen wichtigen Impuls in der Lehre. Wenig später folgte der Studiengang Biomedical Engineering. Um nun aber auch die Forschung in diesem Bereich zu fokussieren, haben wir vor 9 Jahren das Regensburg Center of Biomedical Engineering, kurz RCBE genannt, gegründet. Seither werden dort die medizinische Kompetenz der Universität sowie die ingenieurwissenschaftliche und medizininformatische Expertise der OTH Regensburg unter einem Dach vereint. Zentral ist dabei auch die Kooperation mit entsprechenden Industriepartnern und weiteren Forschungseinrichtungen. Die Technikkomponente ist aber nur eine Seite des Themenbereichs Gesundheit. Wir haben daher fast zeitgleich mit der Einrichtung des RCBE unsere Forschungs- und Lehraktivitäten um den Bereich der Gesundheitsberufe, der Pflege und Betreuung erweitert und diese an der Fakultät für angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften angesiedelt. Komplettiert werden unsere Aktivitäten in diesem Bereich durch das Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung, das sich unter anderem mit medizintechnischen Innovationen, Versorgungsstrukturen und Methoden sowie deren Auswirkungen und Akzeptanz in der Gesellschaft beschäftigt. Es bot sich daher an, diese Strategie der interdisziplinären Vernetzung durch die Einrichtung eines weiteren Regensburg Center zu intensivieren. So entstand schließlich das Regensburg Center of Health Science and Technology, indem wir alle unsere Aktivitäten rund um die Gesundheitswissenschaften bündeln. Ziel ist es auch hier, gemeinsam aktuelle Fragestellungen aus unterschiedlicher Perspektive zu analysieren und zu bearbeiten. Die Strategie der interdisziplinären Vernetzung verfolgt die OTH Regensburg auch im Bereich der Informatik. Die Informatik hat an unserer Hochschule eine lange Tradition. Bereits vor 48 Jahren wurde der entsprechende Studiengang bei uns eingeführt. Damit ist die OTH Regensburg unter den Bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften diejenige mit der längsten Informatiktradition und hat zudem mit ca. 2000 Studierenden auch die größte Informatikfakultät. Die Informatik als Kerndisziplin der Digitalisierung spielt in all unseren Fakultäten eine herausgehobene Rolle. Quer über alle unsere Fakultäten befassen sich aktuell mehr als 35 Professorinnen und Professoren in Lehre und Forschung mit der Informatik. Sie hat einen hohen Anwendungsbezug und ein starkes Querschnittspotenzial. Darüber hinaus findet unsere Informatik viele wichtige Domänen auch im eigenen Haus.
Themen wie Data Science und künstliche Intelligenz sind bei der fachübergreifenden Zusammenarbeit besonders interessant. In der Forschung war daher die Gründung des Regensburg Centers for Artificial Intelligence nur konsequent. Seit November 2019 fasst das RCAI alle Forschungsaktivitäten der OTH Regensburg im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammen und entwickelt die Kompetenzen auf diesem Gebiet kontinuierlich weiter. Basis sind dabei bereits an der OTH etablierte Forschungsschwerpunkte wie Sensorik, Software Engineering, Robotik, nachhaltige Energieversorgung von Wohnquartieren, Materialwissenschaften, digitales Bauen und so weiter. Fragen der Ethik und der Technologiefolgenforschung sind selbstverständlich in das Portfolio des RCAI integriert. Logischerweise ist auch die medizinische Bildverarbeitung eine zentrale Säule in diesem Forschungszentrum. Sehr verehrte Gäste, die medizinische Informatik und die medizinische Bildverarbeitung spielen über ihre Einbindung in diese drei genannten Center eine sehr herausragende Rolle bei der interdisziplinären Vernetzung innerhalb der OTH Regensburg. Gleiches gilt für die Kooperation mit externen Forschungs- und Industriepartnern. Daher fügt sich auch dieser BVM-Workshop hervorragend in die Ausrichtung und Aktivitäten der OTH Regensburg ein. Lieber Herr Kollege Palm, ich bin Ihnen daher sehr dankbar, dass es Ihnen gelungen ist, diese Tagung nach Regensburg zu holen. Herzlichen Dank an Sie, an die Mitarbeiter Ihres Labors Regensburg Medical Image Computing und an das gesamte Organisationsteam vor Ort, sowie auch an die Fachkollegen des BVM-Komitees. Die Vorbereitung dieser Tagung unter den pandemiebedingten Unwägbarkeiten war sicherlich eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Umso mehr wünsche ich Ihnen allen ein gutes Gelingen, spannende Vorträge und Poster-Sessions, anregende Gespräche und einen nachhaltigen Erfahrungsaustausch.